Freunde der Computerspielkunst an euren digitalen Volksbildempfängern. Heute ist ein nationaler Feiertag, denn es ist angekommen, ein Sky Invasion in der Götterdämmerungsedition. Ja, wenn das dann nicht cool ist. Und hier draußen stehen auch schon jede Menge Zitate, was euch da drin erwartet. Von heise.de. Die Spielversion der gewaltigen Zeppelin-artigen Nazi-Mutterschiffe, Flugscheiben und Erdschäfer wie die USS George W. Bush können sich jetzt bereits sehen lassen. Mhm. So, in Glorious Bastards trifft Star Wars NTV. Ich glaube, das bezieht sich mehr auf den Film Ein Sky, der hier auch in dieser Version beiliegt. Kostet übrigens so 25 Euro mehr. Also das normale Spiel kostet 35 Euro. Jetzt könnt ihr ausrechnen, was das hier kostet. Schafft ihr das? Ja, ich denke schon. Und drin ist dafür neben dem Spiel multilingual das exklusive Ingame-Item Raumschiff Katar. Das ist übrigens die deutsche Version des Textes. Wollt ihr es auf Englisch sehen? Dann heißt das Exclusive In-Game Item Spaceship Katar, also totaler Unterschied. Dann noch die Bonus-DVD mit Spiel, Soundtrack, Trailer und Artwork Package. Also wie gesagt, wir sind ja bei der deutschen Version. 72-seitiges Artbook, Wendeposter für die DDR-Freunde, Spiel und Filmmotiv, Ein Sky, der Film auf DVD. Und die Box ist wirklich hübsch, kommt ja auch morgen raus. Für PS3 und Xbox ein bisschen später, ich glaube 12. Dezember. Und ja, das einzige Problem ist, sie bietet sich nicht wirklich an, um sie vorsichtig aufzuruppen. Das bedeutet, Hardcore aufruppen heute. Sehr schön. So, aber vorher noch ein Blick hinten drauf. Oh, noch mehr Zitate, guck mal. Von Bild. Ein Sky hat das Zeug zum Kultstreifen. Na, wenigstens der Film hat das Zeug zum Kultstreifen. Das Spiel müssen wir nochmal sehen. So, fürchtet euch nicht, ihr seid in guten Händen. 1945 gelang einer Bande von Nazis die Flucht auf die verborgene Seite des Mondes. Von einer geheimen Basis aus planen sie seit über 70 Jahren ihren Rachefeldzug. Ja, und ihr startet jetzt. Aber ihr spielt nicht die Nazis, ihr spielt die Erdbevölkerung. So, gut. Ich nutze aber trotzdem nochmal mein Onkel-Jo-Sackmesser-TM, bei dem es übrigens kein richtig oder falsch gibt. Es ist immer richtig, was man damit macht. So, ich denke mal, hier kann man am vorsichtigsten rein eindringen in den feindlichen Spielraum. Könnten wir heute eigentlich schon, könnte man Blitzaufruppen machen quasi. Blitzaufruppe! Ja, diese Mond-Nazi-Thematik, die nimmt mich ganz schön gefangen. Ich habe ja sogar den Film mit unterstützt. Das war nämlich auch so ein Crowdfunding-Projekt. Und da habe ich Poster gekauft, um das mitzufinanzieren, dass der entsteht. Hat sich auch gelohnt, finde ich. So, ja, das klebt hier hinten so komisch drüber. Mit dem USK-Zeichen. Das kann man also abziehen, das USK-Zeichen. Probiere ich gerade mal. Na, wer kommt denn da rein? Hallo, Anne. Hallo. Sag Hallo, Anne. Hab ich doch schon. Nee, Hallo, Anne. Nein. Gut. Aber ist es wirklich dafür gedacht, dass man es so abmacht? Warum sind jetzt so eklige Klebedinger hier? Muss man dann abrubbeln. So, dann rubbelt ihr die so ab. Und dann könnt ihr damit so tun, als ob ihr euch in der Nase gefumpelt habt und dem Kameramann das dahin kleben. Freut er sich, der Kameramann, oder? Ich ruppel das jetzt wirklich. Soll ich jetzt wirklich abrubbeln? Ja doch. Damit es auch schön aussieht. Nee. So. Hui. Oh, guck mal, sogar mit Wendewerbung. Für Battle Chess zeige ich euch gleich, wenn ich den Rest hier noch entfernt habe. So. Und damit das kann man auch nutzen, damit es nicht verrutscht. Sicher liegt das jetzt hier. So, schauen wir uns doch nochmal die Rückseite an. Aha, von Battle vs. Chess ist eine Versuchsprobierversion auf der DVD. So. Battle vs. Chess ist auch ein, wie der Name schon sagt, Schachspiel. Mir persönlich hat es nicht so gut gefallen, aber vielleicht gefällt es euch. Probiert es einfach aus. Ja. Diese Klebedinger.
Ich mach's jetzt ab, die stören mich irgendwie. So, eins, zwei und auch das letzte. Drei. Dann kommt auch das edle Schwarz dieser Packung besser zur Geltung. Und das hier ist auch so aufgeprägt, also man kann es fühlen, wenn man mit den Fingern drüber geht. Das ist die wahre Götterdämmerung. So heißt das Riesenraumschiff von den Nazis, den Mondnazis. So, und hinten drauf findet sich jetzt das, wieder der bekannte Spruch von eben. Und ein paar Bilder, die recht wenig mit dem Spiel zu tun haben, weil das ist mehr so ein Weltraumsimulator. Probiert es aus, es sieht ein bisschen anders aus als der Film. So, das ist also das Illustrationsbuch. Ohne Hardcover. Ohne Hardcover. Ja, das ist schon hart genug. Seht ihr da das Zeichen von den Mondnazis, wo die Taube drauf kackt. Unten drunter abgeschnitten. Naja. So, na, das sind doch mal schöne Bilder. Die Trailer sahen ja damals eh schon gut aus von dem Film. Also besser als eigentlich später der Film aussah. Das sind so Finnen, die sind total verrückt. Ein paar Szenen, diese Szenen von New York, die in dem Film auftauchen, die haben sie übrigens in Frankfurt gedreht. Ja, da konnte man als Komparse mitmachen, wenn man wollte. Das war super lustig. Hier würde ich sagen, fehlt nichts. Das ist bestimmt immer so, die weißen Punkte, wenn hinten die Reichsflugscheiben erscheinen. Und hier, erkennt ihr den? Das ist Nummer 47 und das ist Nummer 48, sein fetter Bruder. Ja. So. Ja, das gucken wir uns nochmal komplett an hier. Was haben wir noch? Oh, hui, Raumstation. Und hier das Katar, das ist dieses Raumschiff, das euch als das exklusive im Spiel-Item, in Spielgegenstand, wie auch immer es ihr übersetzt, beiliegt. Müsste also gleich ein Code dafür zu finden sein, den ihr eingeben könnt. So, hier. George W. Bush. Sieht aus wie bei Captain Future. Ob die Macher hier auch Captain Future geguckt haben? Oh, hier. Für die Walküre habt ihr noch einen Bauplan, damit ihr den zu Hause nachbauen könnt. Gefälscht von der Firma Zündapp in Nürnberg. Zündapp, kennt ihr das noch? Die haben früher auch coole Mofas gebaut, ja. Die Zündapp-Mofas, immer noch sehr beliebt. Weil die brauchte man gar nicht frisieren, damit sie 30 gefahren sind. Das haben die von alleine gemacht. Die waren nämlich, wenn man sie gut eingefahren hat, dafür schon ausgelegt. Und guck mal hier, das ist die Götterdämmerung, das Riesen-Nazi-Mond-Nazi-Schiff. Aber die Nazis, die wollen ja auch nur das Beste für die Erde, also im Film. Da, Julia Dietze, guck hier. Also mein Highlight in dem Film war ja Götz Otto. Nee, eigentlich war es Udo Kier, hier, er. Aber war eine kurze Rolle. Leider, hätte auch gerne länger sein dürfen. Und für das Spiel haben sie jetzt noch mit ein paar anderen Schauspielern noch Szenen nachgedreht. Mit dem hier zum Beispiel. Sehr witzig, schon gesehen. So, let's kick some Nazi ass. The world is sick, we are the doctors. Ja. Genau, wie könnte es anders sein? Troll. Das ist ja ganz schön Troll. 72, 73, 74 Seiten feinste künstlerische Unterhaltung. Und jetzt folgt, es kommt jetzt erstmal hier das, ein Poster, sieht aus wie ein Poster, oder ist es ein Katalog? Was ist es? Nein, es ist ein Poster. Oh, es ist ein riesen Nazi-Poster. Oder? Was ist hier vorne drauf? Ach, das ist das Titelbild von der normalen Edition. Ganz schön, ne? Reichsflugscheiben. Und hier, das ist das Cover der DVD, der deutschen DVD, was ich persönlich irgendwie nicht so gelungen finde. Aber hat sich trotzdem ganz gut verkauft. Das ist doch fein. So, ich stecke das mal hier rüber. Denn hier haben wir noch die Bonus-Disc. Bonus-Disc, Götterdämmerung.
Und ich rede nur so komisch, ich habe was im Hals. Ja, und ich ab und zu mal so, ein bisschen komisch reden. Der Kurz, hat er wieder was zum Ausblenden, der Kameramann, da freut er sich schon. Werbung für Two Worlds und hier, wie gesagt, der Code, kannst du ruhig filmen, für Katar, um den Ingame-Bonus-Gegenstand zu erhalten, starten Sie die Invasionskampagne. Ja, und spielen Sie, bis die New World Order Station auf der Karte auftaucht, ja. Vorher hätten wir eh nicht aufgehört. So, was ist jetzt hier drauf? Bonus-DVD. Ja, und was ist da drauf auf der Bonus-DVD? Steht das hier irgendwo? Stand das da hinten? Bonus-DVD mit Spiel-Soundtrack, Trailer und diversen Bildern noch. Mhm. Na gut. Und hier ist dann der Film drauf. Auf DVD auch. Ja, 89 Minuten plus Bonus auch ab 12. Fein. Solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. So, dann sind wir jetzt schon beim letzten angekommen, nämlich dem Spiel. Hier. Kein Ofro bestreifen. Das bedeutet noch ein Einsatz für das Onkel Jo Sackmesser. Da freue ich mich. Einfach mal kurz aufschneiden. So. Was erwartet uns? Oh, hier. So sieht das Spiel wirklich aus. Kannst du mal filmen. So, und ich guck mal rein. Das Spiel auch auf DVD mit einer doch recht dicken Anleitung. So, jetzt gucken wir doch mal, ob die Anleitung bunt ist. Und sie ist bunt, cool. Hier noch ein Spiel von Topware, Planets Under Attack. Kleines Risiko im Weltall, könnt ihr spielen. Macht nämlich durchaus Spaß. So, Madame President empfiehlt frisch ans Werk, Cowboy. Ja. Achso, das ist, wiederholt sich jetzt gerade wieder, weil es noch andere Sprachen sind. Naja, gut. Ganz viele Steam-Codes. Optionale Steam-Codes? Wofür braucht man denn optionale Steam-Codes? Guck mal hier. Optionaler Steam-Key. Schaltet das jetzt noch die Bonusinhalte frei, aber ich dachte, dafür war schon der andere Key. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten unbedingt, was ist denn das? Hier abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.